Hallo und herzlich willkommen zur Beta-Version von Ale and Tale Tavern. Ein Spiel, bei dem wir ja, eine Taverne leiten, managen. Und wir werden uns mal einen Avatar zusammen erstellen im ersten Schritt. Wie stelle ich denn hier weiblich ein? Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Ja, so ist Hautfarbe, glaube ich, okay. Ich würde gerne erstmal, dass das hier ein bisschen weiblicher wird vielleicht. Warte mal. Eine Weihnachtsmütze, auch schön. Okay. Kann ich den Helm auch irgendwie weglassen? Oder gibt es einen hübschen Hut oder so? Ja, Zylinder finde ich gar nicht so blöd. Kochmütze auch hübsch. Kann ich mir einen Mann, eine Frau machen? Geht das? Vielleicht muss man auch einen Mann spielen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wartet mal. Rot wollen wir. Achso, Haare sehe ich gar nicht mit dem Helm. Ja gut, das ist blöd. Warte mal, wenn ich hier auf... Ah, hier sind jetzt die Haare. Wartet mal. Richtiger Hexenhut. Okay. Ich mach mal Helm weg, damit wir Haare sehen. Jetzt gucken wir mal, ob wir... Ah, okay, wir können uns etwas Weiblicheres machen. Aber wie? Das sieht dann immer noch sehr männlich aus gerade. Brusthelm, Hose, Gürtel, Stiefel. Warte mal, ich mach mal zufällig. Kommt da irgendwo eine Frau raus? Ich glaube nicht. Na gut. Dann werden wir wohl mit einem männlichen Charakter leben müssen. Na gut. Schade. Dann nochmal hier zurück. Ich würde trotzdem gern die Haare sehen. Boah, kann man machen. Wobei gibt es die auch in... Warte mal. Mach mal Bart weg. Nee, das warte doch. Wir gucken mal hier, genau so. Ah, okay. Nee, bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Das ist eine sehr schöne Mähne. Wie ich jetzt noch weiblich sein könnte. Oder muss ich hier einfach nur irgendwie durch? Nee, auch nicht. Wäre ein bisschen traurig. Na gut. So, was haben wir denn unter Augen so? Da hätte ich gerne blau. Ja, dann passen wir die Haare ein bisschen an. Moment. Na, nee, nicht so meins. Auch nicht. Ich glaube, ich nehme die vom Anfang einfach. Die ein bisschen... Nee, warte, warte. Wo haben wir so? Hier. Ja, ist okay. Schöner Backenbart. Oh Gott, nee. Ich weiß nicht, mit den Bärten bin ich irgendwie allgemein ein bisschen unzufrieden. Obwohl das hier geht, oder? Ja doch, das kann man machen, das kann man machen. So, die Stiefel. Ich mag eigentlich sowas ganz Schlichtes, ehrlich gesagt, sehr gerne. Jetzt hier mit diesen... Nee. Das sieht schon wieder sehr nach Magier aus, ne? Ich glaube... Auch okay, aber ich glaube... Oh, ja doch, die sind ganz hübsch. Auch schon fast ein bisschen drüber. Gut, das hier ist eigentlich ganz nett. Weil da jetzt noch die passende Hose zu haben. Moment. Ja? Sehe ich? Hm, ja doch. Warte mal, das hier? So? Nochmal ein bisschen. Vielleicht die Hose noch ein bisschen passender. So. Moment, Moment, Moment. Ja, passt die Farbe nicht so ganz, ne? Das geht auch. Wisst ihr was? Machen wir so. Finde ich gut. So, wie heißen wir? Lenfi ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Dann machen wir doch einfach Rand. So, der gute Rand-Altor wird jetzt einfach mal Wirt in Emonsfelde. So, wer es nicht kennt, Rat der Zeit. Davon rede ich gerade. So, anwenden. Ich bin aber echt verwirrt, dass wir keine Frau machen können. Oder ich bin echt zu blöd, es einfach zu sehen. Ich weiß auch nicht. Naja, gut. So, wir starten ein neues Spiel. Und das wird, Moment. Oh Gott. Der...
Wie heißt das? Hier ist das Segen der Königin oder Königins Segen? Ich bin mir gerade unsicher. Ich kann es nur zusammenschreiben, okay? Der Segen der... Ist so lang, ne, oder? Der Segen der Kö... Nein, es geht nicht. Oh, schade. Dann... Oh, er geht auch nicht. Oh Gott, das ist aber schwierig hier. Hänselndes Pony. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Gasthof in Emonsfelde hieß. Da bin ich gerade überfragt. Ich weiß nur noch, Segen der Königin. Aber ja, in Emonsfelde weiß ich einfach nicht mehr. Ich mache jetzt Tänzelndes Pony. Ist ein bisschen doof mit dem Naja. Oder warte. Gefällt mir nicht. Ich weiß ja nicht, ob das da irgendwo auf dem Schild steht. Und dann muss es halt schon ordentlich aussehen, ne? Soll ja hier keine Kaschemme werden. Soll ja schon was Ordentliches sein. Vielleicht machen... Ach, Öl geht auch nicht. Ach, Menno. Okay. Zum blauen... Zum blauen... Ja, irgendein Tier. Zum blauen Hirsch. So, unsere Taverne heißt ja zum blauen Hirsch. Sehr hübsch. Jetzt habe ich nicht geguckt, warum da ein Pfeil gesetzt war. Hallo? Spiel? Rand verbunden. Das kann man übrigens im Multiplayer mit anderen zusammenspielen. Nur damit das wisst. Falls ihr schon immer eine Taverne zusammen mit euren Freunden führen wolltet. Jetzt muss ich direkt mal nochmal in die Einstellung. Das ist ein bisschen sehr laut. So. Besser. Hallo, Händler. Thinking about buying a tavern, I suppose? Nicht well, so. Today is your lucky day. The tavern we're standing in front of has just been put up for sale. But don't rush to spend your money. Try on the role of an owner. Test yourself. Nice to meet you. And who might you be? I'm a simple merchant. I was about to set off looking for a busier place, but perhaps I'll stay. I see potential in you, and where there's potential... There's trade. In short, if you need anything, come to me. To buy, to sell, and I'll also share some news with you. What a wonderful place, and such kind people. What for Leute? Our land is wonderful indeed, but it's not always peaceful, especially at night. Monsters roam the forests and swamps, disturbing the peace. But don't be afraid, I have weapons too. Could you elaborate on that? Don't sweat it. It's mostly just village ghost stories. But getting an axe is a good idea. You'll use it to keep things in line at the tavern, and to send any troublemaker packing. You have a way with words. And try not to stray too far from the tavern. If you wander off, other buyers might come along. Prove to be more decisive, and you'll miss out on this fantastic opportunity to become the owner of this tavern. Understood. I'll hang around nearby. Okay, das wäre jetzt schon ein bisschen witzig auszuprobieren, oder? Ob wenn wir jetzt weggehen, ob dann tatsächlich die Taverne weg ist. Also ich fände es ein bisschen lustig, wenn wir denn gar keine hätten. Ich kann keine Axt kaufen, das ist ja doof. Na gut. So, wie nehme ich denn diese wunderschöne, riesige Taverne hier, wie mache ich die zu meinem eigen? Nee. Ich will sie ja erstmal einfach haben. Dann hier. Ja, okay. Vorsicht, Drachen steht da. So, ich hätte die gern. Und nun? Greetings, Traveler. Eine Axt. Okay, habe ich. Das war die Quest, die wir hatten. Kaufe eine Axt und zerlege Müll. Zerbrich die Bretter, um in die Taverne zu gelangen. Aber die gehört mir doch noch gar nicht, dachte ich. Warum steht denn da nicht unser wundervoller Tavernenname, den ich mir so mühevoll ausgedacht habe? Ah. Na gut. Weg damit. So, wie sieht's... Oh Gott, ist ja so duster hier. Lichtschalter? Was? Level 7? Kann ich erst mit Level 7 die Fenster aufmachen? Kerze. Ja, gut. Auch schön. Habe ich hier irgendwie Level 3. Ich muss irgendwie Licht machen können. Das gibt's nicht. Puff.
Let the light in. Okay, diese eine Kerze ist echt huch. Die macht sehr viel Licht. Irgendwie haben wir mit der einen Kerze alle Kerzen angemacht, okay. Aber... Achso, da sind gar keine Fenster. Da kommen wir nur zu anderen Räumen. Ich verstehe. Warte mal, wo ich das hier gerade sehe. Aber hübsch hier drin, oder? Kann man machen, auf jeden Fall. Sehr schick. Oh, unsere Axt geht kaputt, sehe ich gerade. So, wo soll ich denn jetzt schon wieder hin? Wieder raus. Okay, das war's schon. Toll, hat Spaß gemacht. Greetings, Traveler. Ja, hi. Kauf einen Besen. Na gut. Ist das teuer? Mensch. Kann ich damit hier? Ja, kann ich. Wunderbar. Sieht schon echt gut aus, ne? Es gab ja noch so ein geiles Tavernenspiel in Pixelgrafik. Sieht ein bisschen aus wie die alten RPG-Maker-Spiele, die man machen konnte. So mit RPG-Maker 2000. Ah, wie hieß es denn? Traveler's Rest? Traveler's Rest, ja. Hat mich auch schon sehr angesprochen. Habe ich auch gekauft, als ich es damals bei Hirnsturz gesehen habe. Habe es nur noch nicht gespielt mit euch. Müssten wir mal. Damals habe ich es noch nicht gemacht, weil es noch fleißig gepatcht wurde und es noch nicht auf dem Stand war, wie ich es gern gespielt hätte. Aber man könnte mal gucken bei Traveler's Rest, ob es mittlerweile... Ja, ob man das mittlerweile sehr gut spielen kann mit Story und allem drum und dran. Würde ich gern mal nachforschen. Werde ich mal tun hier nach. Oha. Okay. So, was soll ich jetzt tun? Oh, Spinnweben. Ja, das geht ja gar nicht. Bitte kein Spinnen hier drin. Ich hasse Spinnen. Okay. So. Ach, da oben rechts steht ja, was ich so machen soll. Kauf ein Fass, weil wir kaufen. Wo sind die Sachen? Hier. Ich kaufe einfach, was der sagt. Ich glaube, was anderes kann ich auch gar nicht kaufen. Das ist alles noch gesperrt. Okay, na dann. Ein Fasshalter. Und ein Ofen. Ofen ist gut. So, da hier unsere Bar ist, werden wir hier kochen. So. Was bist du? Ein Geschirrwäscher. Okay. So. Oh Gott. Was ist das hier? Ein Braukessel. Dann stelle ich einfach mal das hier drüben hin. Warte mal, da ist ein Zapfhahn. Also. So. Und du daneben. Okay. Achso, und das hier noch. Der Fasshalter muss hier hin. Und wir sollen noch mehr kaufen. Ah, da geht schon los. Guck mal. Fass, Gerste, Eimer und Krug. Greetings, Traveler. Oh, ist das warm hier. So krass. Ich habe jetzt extra bis abends gewartet. Also tagsüber gerade einfach keine Chance, sich am PC zu setzen und zu spielen. Man muss wirklich entweder so früh wie möglich oder spät. Und jetzt ist es schon abends, aber kaum ist der PC an, ist die gefühlte 40 Grad. Naja. Im Sommer bin ich eher immer ein Fan, mich irgendwie vor den Ventilator zu hauen und einfach zu lesen. PC ist immer etwas schwierig. So, wir brauchen das Wasser und die Gerste. Und dann kochen wir das Ganze. Oh, das geht ja fix. Wunderbar. Wir haben Krüge, wir haben Fässer. Okay, ein Fass zumindest. Das muss wahrscheinlich danach in den Fermentierer, oder? Kann ich hier dann irgendwas zubereiten? Gerstenbrei. Ja, ich greife mal dem Ding jetzt nicht vor, ne? Nicht, dass irgendwas nicht hinhaut. Ich habe immer Angst, zu schnell zu machen. Dann ist nachher das Tutorial verwirrt und dann... Ja, ich will es nicht schrotten. So, nimm die Gerstenwürze. Die muss da rein. Starkbierfass. Okay, nochmal Wassereimer und einmal Gerstenwürze. Und los. Ich hole mal neues Wasser. Ob wir gerade warten müssen. Vielleicht sollen wir noch mehr Eimer kaufen, damit wir da nicht immer hinrennen müssen. Wie viel Geld haben wir denn? 1200. Naja, so viel ist nicht. So. Starkbierfass. Und das kann ich jetzt hier reinfüllen. Wunderbar. Füll einen Krug mit Starkbier. Ich habe schon gesehen. Warte. Ja. Sehr gut. Achso, da stehen jetzt alle. Okay. Oder war es nur... Es war nur einer, ne? Okay.
Hallo? Irgendwie, das Spiel ist manchmal wie weg auf einmal. Greetings, Traveler. Weiß nicht, woran es liegt. So, was soll ich jetzt machen? Kauf einen Tisch. Einen Tisch. Da. Könnten mir auch gleich sagen, kauf gleich alles, aber okay. Ah, Tisch hat auch gleich Stühle. Okay, na gut, immerhin. Hier ist meine Küche. Kann ich den hier hinstellen? Tatsächlich, könnt ihr direkt in der Küche packen. Ja gut, das mache ich mal nicht. Wo stellen wir den denn hin? Warte. Hier ist auch ein Ausgang, ne? Vielleicht einfach hier hin. Kann ich den irgendwie drehen? R. Guck mal, hier ist das schön, oder? Also gerade. Warte, warte. Nee. So. Ja gut, ich kann leider nicht ganz an der Wand platzieren. Da hat er gerade gemeckert, aber das ist, glaube ich, auch okay. Ich komme hier noch gut durch. Ja, das funktioniert. Okay. So. Wir haben keine Gerste mehr, glaube ich. Stell einen Gerstenbrei her. Da muss ich, glaube ich, erstmal wieder Gerste kaufen. Das haben wir doch gerade weggebraut, wenn ich mich nicht irre. Greetings, Traveler. Ich würde auch gerne noch rumlaufen. Die Folge wird eh wieder ein bisschen länger, ne? Ich kaufe gleich ein bisschen mehr. Ich würde auch gerne... Was ist da was? Ich kaufe hier gleich mal... Dinge. Ich kaufe mal sogar noch einen Tisch. Eckiger Tisch. Ich hätte gerne die runden Tische für in der Mitte eigentlich. Vielleicht werden die ja noch freigeschaltet. Wir warten mal. So, und ich kann übrigens nicht schneller rennen. Wenn ich Shift drücke, werde ich langsamer. Also genau das, was wir nicht wollen. Aber der ist schon ganz schön schnell unterwegs. Ist okay. So. Wasser. Kochen. Okay. Kann ich denn hier auch schon mal wieder ran? Das wäre ja auch nicht verkehrt. Wir brauchen mehr hier. Okay. So. Dann hole ich nochmal Wasser. Sehr schön. Fertig. Kann ich hier direkt wieder... warum geht das nicht? Ah, ich hätte noch drei Mahlzeiten und habe jetzt aber hier voll. Okay, dann packen wir mal hier hin. Wir haben zweimal Gerstenbrei jetzt. So, was soll ich hier? Gerstenbrei und Starkbier verkaufen wir. Okay. Eröffne die Taverne. Dann tun wir das doch. Dann holen wir mal die erste Kundschaft rein. So, Leute. Geht los. Ach, wunderbar. Genau zur Abends... Wow. Zur Abendszeit. Ist das schön. Jetzt würde ich eigentlich viel lieber einen Nachtspaziergang machen. Da drüben ist ein See. Ich würde da echt gerne zum See abends. Na gut, machen wir noch. Ich weiß nicht, ob es bei OBS auch ist. Ich habe hier tatsächlich so Schlieren im Bild. So wie wenn man sonst in Spielen vergisst, Anti-Aliasing anzumachen. Aber ich glaube, das kann ich hier gar nicht. Vielleicht. Ja, Fausing meinte ich auch. Jetzt ist gut, okay. Ich habe nichts gesagt, alles gut. So, ich brauche noch Schüsseln. Und ich könnte hier ja schon mal... Warte mal. Ja, wunderbar. Packen wir die hier auch schon mal hin. Kann ich mit der Gerste... Warte. So, hier hauen wir auch gleich rein. So, wir müssen schon mal ein bisschen vorsorgen. So, und jetzt brauchen wir noch Schüsseln. Noch keiner da. Das heißt, wir können noch... Ah, guck mal. Ich glaube, da kommt der erste Kunde. Traveler. Ich kaufe noch mal Gerste. Ich kaufe noch mal einen Krug und noch mal Teller. Kaufen wir noch ein Fass? Ich weiß nicht. Hiervon brauche ich, glaube ich, erstmal nichts. Noch ein eckiger Tisch vielleicht. Na, wir gucken erstmal, was hier an Kundschaft überhaupt reinkommt. Ja, aber nur 420. Nee, dann lassen wir mal. So, werte Frau, was wollen Sie denn? Gerstenbrei. Okay, ich dachte schon nichts. So, bitteschön. Guten Appetit. Huch, da flog gerade ein Fenster zu. Sehr windig hier oben im 17. Stock. So, kommt noch jemand? Nee? Na gut. Mir fehlt wieder eine Schüssel. Mach hier schon... Oh, wir haben nicht... Warte, doch, haben wir. Ich kann das Starkbier nicht nehmen, weil wir ein Fass mehr brauchen. Oh je. Oh, da ist schon die nächste. Einmal Gerstenbrei. Ja, sie kommen genau rechtzeitig. Wir haben ganz frisch gemacht. So, wir haben einen dreckigen Teller. Da würde ich doch mal... Hier haben wir doch... Genau. Oh, hier muss Wasser rein. Mensch.
Moment. Ah, ich will aber auf Shift drücken, um zu rennen. Und dann bin ich immer noch langsamer. Furchtbar. Was hat denn jetzt gebimmelt? Aha. Sie sind fertig? Da kommt schon der Nächste. Ja, hi. Was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Auch ein Gerstenbrei. Okay, hier will niemand trinken. Die wollen alle nur essen. Dabei ist es doch schon so spät. Halt. So. Süß, das Minispiel ist voll niedlich. So. War noch nicht ganz sauber, aber ist egal. Für unsere Kundschaft reicht's. So, was ist los? Schließt die Taverne. Oh, wie schon. Ja, tut mir leid, aber die wollen, dass ich... Tut mir leid, ich soll schließen, hat Spiel gesagt. Kann ich leider nicht ändern. Sonst geht der Tutorial nicht weiter. So, alles sauber soweit. Kann ich den neuen Gerstenbrei machen? Ja. Nein. Einmal nicht. Ich brauche erstmal wieder... Ja. Okay, das wird echt ein Hin- und Hergerenne, solange wir keine Angestellten haben. Ich merke schon. So, wir setzen hier direkt neue Suppe an. So. Ach ja, das ging nicht, weil wir müssen erstmal aufhören. Aber es wollte ja keiner Alkohol. Serviere 10 Gerichte. Aha. Ernsthaft. So, wir haben wieder offen. Greetings, Traveler. Interested in making a deal? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, noch ein Fass wäre gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Komm, wir kaufen noch ein Fass. Ich denke, ein, zwei... Und eigentlich wären auch noch Krüge gut, oder? Na gut, jetzt erstmal so viel. Ach, verdammt. Ja, okay. Wir brauchen auch einen Ständer. Traveler. Ja, ich habe Ständer gesagt. So, das da. Ein Fasshalter brauchen wir. So, ich kaufe auch noch davon. Ach, ich habe das Falsche gekauft. Oh, ich sehe es gerade. Ich habe schon Starkbier gekauft. Ich wollte ein Fass. Ah... Aber müsste das dann nicht leer sein? Also wenn, ich muss dann trotzdem Fass haben, oder? Danach? Das Fass sollte ja, hoffe ich, bleiben. Ich hoffe. Ich weiß, es war nicht das, was ich eigentlich wollte. Aber gut, wer kriegt schon, was er will. So. So. Guck mal, man muss die gar nicht ausgewählt haben. Das geht auch so. Noch keiner da. Die brauchen noch mal ein bisschen, um hier anzukommen, habe ich das Gefühl. Ja. Das ist jetzt doof. Naja, gut. Ah, einmal Gerstenbrei. Habe ich in der Hand. Hier, bitteschön. Ich verspreche, dass es frisch war. Vor einer Stunde. Kann ich hier schon was Neues ansetzen? Ah, ich habe keine Gerste mehr. Aber wir haben auch kein Geld mehr. Hm. Ja gut, jetzt muss ich leider erstmal warten. Ich war ein bisschen sehr schnell mit Kaufen. Das ist ein Starkbierfass. Ja, das weißt du. Habe ich nicht gesehen, leider. Oh, was ist denn hier? Das geht ja gar nicht. So, was kann ich Ihnen Gutes tun? Zweimal Gerstenbrei. Kriegen Sie noch Besuch oder essen Sie die alleine? Ich urteile ja nicht. War vielleicht auch viel unterwegs. Ich meine, es ist ja hier Fantasy-Setting. Wahrscheinlich hat die gerade einen Drachen erlegt oder so. Naja, da hat man auch Hunger. Da hat man einfach Hunger. Wenn man gerade frisch von der Drachenjagd kommt. Warum will denn hier keiner Bier? Warum wollen die denn alle nur Gerstenbrei? Bier? Ah, endlich mal einer. Hier. Ich habe nicht mehr ganz so frisches, gezapftes Bier. 98, was kostet ein neuer Tisch? Ich würde gern, dass ich gleichzeitig mehr Kunden hinsetzen können. 300. Und hier muss ich erst Level 1 werden, oder? Ich weiß nicht genau. Wir müssen 10 Gerichte servieren. Oh, wir haben schon 184. Ja gut. Das geht ja doch schneller gedacht als gedacht mit dem Geld. Was kann ich Ihnen bringen? Ein Starkbier haben wir. Bitte schön, ich gehe mal kurz abwaschen. Unter sauber verstehe ich was anderes, aber okay.
Ist ein neuer da? Nee. War. Noch nicht. So. Was kann ich Ihnen denn bringen? Ein Stark Bier haben wir. Bitteschön. 205 haben wir schon. Achso, das sauber machen. Ich möchte das immer in die dreckigen Gläser machen. Ich fände es cool, wenn die zwischendurch Sachen erzählen. Weg. Hm. Ich habe bei Teufel das Rast gelernt. Say no to Alkohol. Schön. Oh. So, zweimal stark. Oh Gott. Da war gleich die nächste betrunken, ne? Aber wer weiß, vielleicht verträgt die auch gut. Bitteschön. Ich bin sehr beeindruckt, wenn ich sie danach nicht mit dem Besen rausscheuchen muss. Da bin ich echt beeindruckt. Oh, da kommt wieder jemand. Sie hat den ersten ausgetrunken. Ist noch nüchtern. Okay. Einmal Gerstenbrei. Haben wir auch noch. Alles gut. Bitteschön. Wir haben gut vorgelegt. Ja gut. Ich würde mir das Bier jetzt nicht in den Schritt kippen, aber andere Länder, andere Sitten. Ich wusste es. Weg. Weg, weg. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Bei zwei Starkbier, also ganz ehrlich. Huch! Ja, runder Tisch. Ein runder Tisch. Wunderbar. Halt. Ich würde direkt mal einen runden Tisch besorgen. Den würde ich nämlich gerne unten hinstellen. Ich bin doof. Ich zapfe immer aus irgendeinem Fass. Ich sollte erstmal ein Fass einfach leer zapfen. Na gut. Habe ich nicht bedacht. Wir wollen ja eigentlich die ganze Zeit ins Leer machen. So, what's next? Oh, ja gut. Wir haben Kneipenroutine. Okay, einfach machen. Verstehe ich jetzt darunter. Oha. Das Tor geht so. Greetings, Traveler. Was kostet denn ein runder Tisch? Tellerregal für... Oh, die sind aber teuer. Ich kaufe erstmal den runden Tisch, weil es alles ganz schön teuer und wir brauchen eher Tische als alles andere. Tschüssi. Komm ich mir ran. So, was hätten Sie denn gerne? Einmal Gerstenbrei. Da. Müssen wir langsam auffüllen. Bitteschön. Hab ich noch Wasser? Ja, haben wir noch. Sehr schön. Oh, wir müssen neu machen. Ui. Ich habe gar keine Gerste und kein Wasser. Das ist ja nicht gut. Dann müssen wir mal schnell. Den müssen wir zwischendurch auch mal zumachen. Dann könnten wir uns wenigstens auch mal was hier von der Umgebung angucken. Ist ja auch nicht verkehrt. So, was hätten Sie denn gerne? Ein Starkbier. Das trifft sich sehr gut. Bitteschön. Warte, ich brauche Gerste. Kann ich mir Gerste leisten? War auch nicht günstig, ne? Ich überlege, ob wir mal kurz zumachen. Mal unterwegs sein wollen. Ah, ich kann es mir nicht leisten. Scheiße. Ich stelle mal den Tisch hin. Oh, der ist aber klein. Ich dachte, der wäre größer. Na gut. Stellen wir den dann jetzt hin hier. Ich hatte den ein bisschen größer erwartet. Na gut. Ich stehe jetzt einmal hier so auf die Holzplanken. Was hätten Sie gern? Einmal Gersten... Oh ja, Gerstenbrei. Ich kann neuen machen. Kein Problem. Bitteschön. Okay, aber auch ein bisschen schwitzen gerade. So. Und dann, ja, 122 können wir uns leisten. Gut, der sitzt aber weit weg. Nein. Zweimal Starkbier. Okay. Oh, yeah. Bitteschön. Was? Gibt's ja nicht. Was war ich mit dem Apfel? Greetings, Traveler. Gerste. Aber was mache ich jetzt mit dem Apfelgriebsch? Der verhunzt mir hier ein bisschen mein Inventar gerade. Ach, deswegen steht es so weit weg vom Tisch. Hab da gerade gemerkt, ich könnte nämlich noch locker jetzt gerade dran vorbeigehen. Ansonsten wäre das nicht möglich. Na gut.
War noch eine Sekunde. So, was kann ich Ihnen Gutes tun? Ja doch, ist jetzt gerade fertig geworden. Glück ab. Den stelle ich hin, den bringe ich vorbei. Och Gott. Warum bestellen die denn zwei Starkbier, wenn sie dich vertragen? Wirklich. So, was möchten Sie? Auch einmal Gerstenbrei. Moment. Aber ganz frisch und heiß. So. Und Gerstenbrei wären sie wenigstens nicht besoffen. Mal. Ich würde jetzt echt gerne mal kurz den Laden, ehrlich gesagt, zumachen. Warte mal, hier waren noch vier. Ah, schade. Ich mach mal den Laden gerade zu. Nee. Sorry, aber nee. Ich hoffe, dass wir von ihr jetzt trotzdem Geld bekommen haben. So, und jetzt werden wir mal eben... Wo ist der See? Da irgendwo. Wir gehen da mal kurz hin. Ich will mal gucken gehen. Weil wir sind schon bei 30 Minuten. Ich würde mal ganz kurz gerne die Zeit, die restliche Zeit der Folge noch nutzen, um hier mal ein bisschen umzuschauen. Ich weiß auch gar nicht, gibt es eine Karte? Also bei M passiert jetzt nichts. Hier? Nö. Ich glaube, es gibt keine Karte. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen selber umgucken. Oh, ah, ich sehe schon. Aber was war man da? Ein Fass? Kann ich das haben? Beutefass. Trauben. Ja, geil. I shouldn't go too far. Okay. The tavern is left without anyone to look after it. Ja, ich nehme an, das liegt an der Version, ne? Weil wir spielen jetzt quasi so eine verfrühte Demo, Beta-Testing. Beta-Testing, was glaube ich? Beta-Testing-Version. Vermutlich dürfen wir in der einfach noch nicht überall hinlaufen. Oh, da ist ein Apfelbaum. Darf ich mal gucken? Kriegen wir da Äpfel? Moment. Kann ich die Trauben anbieten? Okay, das klappt nicht. Ah, eh. Ja, geil. Äpfel, Trauben. Sehr schön. Wasser haben wir eigentlich noch. Schade, dass ich noch so hingehen kann. Dann würde ich fast sagen, machen wir hier erstmal gerade Schluss. Ich meine, wir können gerne noch eine Folge machen. Ich will sehr, sehr gerne noch ein bisschen was sehen. Aber ich würde jetzt erstmal dann, glaube ich, doch die Folge beenden. Okay, Leute. Dann schön, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir machen noch eine zweite Folge, versprochen. Also dann, gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und bye, bye.